Klar. Moin, willkommen zu UniTV. Heute bei mir Ulrich Häusler, Initiator von Künstlerstammtischen. Warum haben Sie dieses Projekt initiiert? Ja, wir sind eine Gruppe von Künstlern, die nennen sich Le Moment Trois en Europe. Das ist eine Künstlergruppe von 10 Städten, in denen Künstler aktiv zusammen Projekte entwickeln. Und wir wollen eigentlich so bekannt werden, dass wir sagen können, alle Künstler, die bei Le Moment Trois sind, sind auch gute Künstler. Das ist so unser Ziel. Das Qualitätskriterien für die Aufnahme in einen Ihrer Zirkel? Ja, Kriterien haben wir in dem Sinne noch nicht, aber wir versuchen eben ja schon über Facebook eigentlich als Sammelbecken darauf zu achten, dass wir wirklich Künstler nehmen, die es mit Ernsthaftigkeit und möglichst auch professionell machen. Ja, eine von diesen Künstlerinnen haben wir heute ebenfalls zu Gast. Moin. Moin. Ja, wie bist du zu den Künstlern? Oder stell dich erstmal kurz vor. Ja, ich bin Natascha Vincenzo und ich bin Schauspielerin, Tänzerin und bin seit Juni in Hamburg und bin über Facebook zu Ulrich gelangt, beziehungsweise zu Künstlerstammtisch und ja, so habe ich die Künstler hier kennengelernt. Also ja. Du hast den aus Eigeninitiative über Facebook zu dem Künstlerstammtisch gefunden. Ja, beziehungsweise hat mich ein Freund oder eine Freundin da eingeladen, genau. Also ein Kollege, ja. genau. Und dann habe ich einfach mal hier das Treffen besucht und habe somit halt auch meine Kollegen hier jetzt kennengelernt und ja, mir gefällt. Ja. Also Natascha erfüllt die Minimalkriterien für eine Aufnahme. Am besten ist immer, wenn man die Künstler natürlich persönlich kennenlernt und sich selbst einen Eindruck macht. Und ich bin auch nicht, muss ich dazu sagen, nicht der Kunstexperte für alles, weil ich muss dazu sagen, dass unsere Künstler fachübergreifend da sind. Wir haben bildende Künstler sowie auch darstellende Künstler. Also nicht quasi an irgendeine Schauspielerei oder was weiß ich, nein, also Kunst im weitesten Sinne. Wir haben Maler, wir haben Schriftsteller, wir haben Musiker, wir haben Kameramänner, wir haben Bühnenbildner. Wir könnten eigentlich eine eigene Revue mit unseren Gruppen zusammenstellen und brauchten theoretisch keine Kohle dafür, weil wir alles selber haben. Ja? Ja, nicht schlecht. Wir sind gespannt, was da so kommt. Ja, keine Ahnung. Und wie zeitaufwendig ist die Angelegenheit? Ein Treffen im Monat, genau. Und ansonsten sind wir über Facebook, bin ich in Kontakt, im ständigen Kontakt, aber auch natürlich persönliches Treffen und genau. Kontakttechnisch hast du auch schon massiv profitiert, oder? Ja, also ich habe jetzt hänge ich gerade. Lalala. Das Erlebnis gehabt, dass ich mit nach Paris durfte und habe dort dann eben den Künstlerstammtisch getroffen und habe dort meine Kollegen auch kennengelernt, sowie auch in Berlin. Und somit vernetzt sich das halt europaweit, vielleicht auch mal weltweit, was ich genial finde, weil ich möchte auch gern international arbeiten. Ja, das ist schon eine gute Kontaktbörse. Also ich weiß nicht, ob das eben so richtig rübergekommen ist. Also es sind ja wirklich Stammtische in zahlreich, also quasi in allen europäischen Metropolen, wo ja, wir Kunst haben uns sich konzentriert. Ja, wir haben uns jetzt erstmal begrenzt auf den deutschsprachigen Raum, außer Paris. Außer Paris. Klingt gut, Paris klingt super. Ja, na, Paris ist eben die Gründungsstätte und es gibt, wie gesagt, dann dazu noch 9 andere Städte. Achso, ich dachte, das wäre von Berlin ausgegangen. Also, In Paris ist es angefangen und ich bin nach Berlin umgezogen und in Berlin kamen die ersten Künstlerfreunde und haben gesagt, sowas, was du in Paris hast, wollen wir hier in Berlin auch haben. Und dann haben wir mal so ein größeres Event gehabt in Berlin und dann kamen da Leute aus Hamburg und aus München und die haben auch gesagt, wir wollen sowas auch haben. Und dann ist das so nach und nach, sind die Gruppen so entstanden. Und ich bin so mit der Entwicklung recht zufrieden. Und viele Künstler kennen sich eben jetzt schon auch persönlich untereinander, weil ein ganz simples Beispiel, ein Künstler aus Hamburg braucht ein Bett in Berlin. Also für solche banalen Angelegenheiten ist das auch... Ja, das gehört zur Großfamilie dazu. Das heißt, Ulrich, stell mal bitte die Nachricht in die Berliner Gruppe, ich brauche ein Bett. Und eine halbe Stunde später hat der Künstler dann ein Bett in Berlin. Ja, ja, nicht schlecht. Nein, da steht eine Kamera hinter Ihnen.
Sorry. Wie kam das zur Gründung überhaupt? Also der Gründungsfunke, der Urknall. Was hat die Gründung des ersten Stammtisches ausgelöst? Der Grund war eigentlich ein sehr persönlicher Grund, dass ich habe eine Wohnung am Montmartre in Paris und aus persönlichen Gründen hat sich mein Leben dort plötzlich verändert. Ich stand plötzlich ohne Partnerin da und habe gesagt, das ist etwas Positives, da kann man was draus machen. Ja, ja, okay. Und dann habe ich gesagt, ja, was fängst du jetzt mit der Zeit, die du immer dieser Frau gewidmet hast, an? Am besten, du machst irgendwas mit Künstlern. Und dann habe ich so in Paris so ein bisschen rumgehorcht, was es so gibt und bin auch erstmal an deutsche Institutionen geraten. Es gibt da auch einen deutschen, ganz normalen Stammtisch, aber dadurch bin ich dann an einen Schweizer Schriftsteller, an eine Pariser Malerin, an eine Autorin, an eine Opernsängerin geraten irgendwie und haben gesagt, wir können doch eigentlich was in Paris zusammen machen. Und so ist denn das entstanden. Sie können fast ein Sammelband rausgeben, so mit allen Projekten, die verschiedene Opernsängerin so. Ja, es gibt ja auf der Facebook-Seite gibt es auch eine Gruppe, die nennt sich Kreativ. Da sind eigentlich alle Projekte schon, die so miteinander so städtemäßig vernetzt stattgefunden haben. Die sind da sozusagen in dieser Gruppe archiviert, kann man sagen. Es gibt schon eine ganze Anzahl von Projekten, die entstanden sind. Auch viele Projekte, glaube ich, die ich gar nicht mal so richtig kenne, die aber dadurch entstanden sind, dass sich Leute kennengelernt haben und sagen, wir machen was zusammen. Letztens hörte ich gerade von einem Pianisten, dass er etwas mit einem Opernsänger macht. Ich sage, das weiß ich ja noch gar nicht. Da bietet sich vielleicht mal so eine Internetseite an, wo Sie mal die Projekte, die vernetzten Projekte oder die einzelnen Bestandteile Ihrer Stammtische vorstellen. Das ist jetzt so eine, das ist jetzt, muss man sagen, da müsste man sich bei Facebook registrieren und das geht nur, wenn man Künstler ist. Ohne Facebook, dass Sie mal so einen Administrator von so einer Seite haben, der die auch richtig designt und dass man die unterschiedlichen Projekte vorstellt auf einer Internetseite, dass man quasi noch Informationen erhält über die Möglichkeiten von Facebook hinaus. Naja, wir sind jetzt dabei, eine eigene Webpräsenz zu entwickeln, die genauso aussieht wie Facebook. Die heißt dann auch Le Montmartre en Europe. Das wird so eine ja. Book. Ja. Die ist aber noch im Entstehen und dann wollen wir uns auch etwas von Facebook lösen und dann kann eigentlich jeder, der will, kann dann auf die Seite kommen. Jetzt sind wir sozusagen, diese Großfamilie ist noch ein geschlossener Kreis, es kommen zu uns nur Leute, die nachweisen, dass sie Künstler sind, können auf die Seite. Und dadurch können sie auch nur in diese Kreativ... Also es gibt für jede Stadt auch eine geschlossene Gruppe, dass jede Stadt für sich sozusagen... Also die Hamburger Gruppe könnte sich über einen Berliner Künstler negativ äußern. Ja. Das würde der Berliner Künstler nicht mitbekommen. Aber dann regional spezifisch geschlossen. Also jetzt nicht... Ja. Wie soll ich sagen, auf eine Kunstform. Nicht also die geschlossene Schauspielgruppe in Hamburg oder die geschlossene... Also nee, also es gibt die einzelnen Städten auf Facebook und da kommt auch nur jeder rein, also der jetzt zum Beispiel wie ich jetzt in Hamburg und kommt nur in die Hamburger Gruppe mit rein. Das überprüfen Sie das oder? Ja. Also anhand der Postleitzahl, oder? An mir kommt keiner vorbei, weil ich lasse sie in die Gruppen rein nicht rein. Ja, ja, nicht schlecht. Und Sie überprüfen alle Gruppen, auch die Pariser? Ja, ich habe einen 24-Stunden-Job, sage ich. Ja. Um die Frage vorwegzunehmen. Das kostet doch Zeit. Ja. Okay, wie finanzieren Sie das? Ja, finanzieren tue ich das privat, aber näher möchte ich mich darüber nicht äußern. Alles klar, aber Sie sind der Gründer und Fundraiser. Freunde sagen, ich wäre eine der alten Schule, der Mäzene. Sie sind ein nicht ökonomisch orientierter Fundraiser, kann man so sagen. Ja, weiß ich gar nicht mehr so oder genau, weniger. Was. Ja, keine Ahnung, Sie gründen halt ein Projekt ohne mit einem gewissen Idealismus, der dahinter steht, ohne... Naja, insgesamt denke ich mal, diese 6 Jahre, ich habe das mal zusammengerechnet, weil ich ja auch noch Workshops mache, die ich dann im Sponsoring anbiete. Wir haben schon 2 Filme gedreht in Andalusien, einen dritten hat die Münchner Gruppe separat für sich gemacht. Dann habe ich letztens im letzten Winter einen Tango-Workshop gemacht mit Tango-Musikern. Da bringe ich die Leute unter. Das kostet natürlich auch Geld und ich bezahle die Workshopper. Und die Teilnehmer müssen so gut wie gar nichts bezahlen. Das ist eben mein Sponsoring. Ja. Und wenn ich das mal so diese 6 Jahre zusammenziehe, komme ich, denke ich, wenn ich jetzt mal das nächste Jahr noch mit einziehe, auf so ungefähr 80.000 Euro habe ich in das Projekt schon reingesteckt. Mehr nicht? Nee. Okay. Sie arbeiten ökonomisch. 6 Jahre, 80.000? Das ist ja noch nicht mal ein Film. Nicht mal ein Filmetar für ein irgendwie was. Dafür, okay. Dafür ein europäisch weites Künstlernetz aufgebaut zu haben, finde ich, ist sehr sparsam.
Ja, also da bin ich Ulrich auch wirklich sehr dankbar, weil ich zu tollen Leuten, Kollegen gekommen bin. Und ich hoffe, dass in der Zukunft natürlich sich dann auch Projekte entwickeln werden. Und da finde ich toll, dass er sowas macht. Also, weil wir Künstler sind ja, sage ich jetzt eher mal so, jeder macht so sein eigenes Ding. Natürlich schon kann mal was zusammenkommen oder so, aber es ist sehr schwierig, weil wir sehr hart am Kämpfen sind, überhaupt einen bezahlten Job zu bekommen. Und wenn sich das alles so vernetzt, was ich super finde, und ich liebe das auch, diese Vernetzung, ja, öffnet sich der Künstler alleine doch vielleicht schon selber jetzt mal damit, dass man sich zusammentut und dann halt eben Projekte entstehen, dass man, hey, komm, jetzt setzen wir uns zusammen, wir entwickeln ein Tanztheater oder irgendwas, wo die Tänzer, die Schauspieler, auch Musik natürlich mit eingebracht, dass man da was machen kann. Und ich finde es super, also ich bin da wirklich sehr dankbar. So. Ist das manchmal schwierig bei einem Erfolg, wie soll ich sagen, diesen Erfolg mit dem Netzwerk zu verknüpfen, wenn er durch dieses entstanden ist? Also dass man hinterher, weiß nicht, wenn jetzt besagte Revue entsteht und gut läuft, dass man auch, wie soll ich sagen, quasi nach außen in erkennbar kommuniziert, dass es auf diesen Künstlerstammtisch oder dass es davon maßgeblich mit initiiert wurde? Ja, das ist für mich zweitrangig, würde ich sagen. Also erstrangig ist es, wie Sie schon sagte, viele Künstler wollen ihre Kunst ausüben, aber sie kriegen keine Gelegenheit dafür. Aber diese Zeit, die sie eben nichts verdienen, können sie innerhalb der Künstlergruppe dazu nutzen, sich etwas aufzubauen, um dann später damit Geld zu verdienen. Ja, Vernetzung. Das ist mein Anreiz oder mein Ausgangspunkt, dass ich sage, ich möchte für Künstler etwas tun als Sprungbrett, um das zu nutzen, um vielleicht eben mit irgendjemand zusammen oder auch alleine irgendwann Erfolg zu haben. Ja, gut, so Vernetzung, das kann man ja nicht in Geld ausdrücken. Nein, also die Vernetzung, wenn man jetzt mal das Projekt nimmt, so wie ich es aufgebaut habe in den 7 Jahren, ist mit Sicherheit mehr wert als 70.000 Euro. Ja. Wie stellen Sie sich denn so die zukünftige Entwicklung vor? Nehmen wir mal an, es läuft optimal. Wie stellen Sie sich so die zukünftige... Ja, jetzt zum Beispiel macht eine Künstlerin aus Berlin, die jetzt allerdings nach Köln umgezogen ist, die hat jetzt vor, eine größere Revue zu machen mit allen europäischen... Die Revue, das war kein Spaß? Nein, das war kein Spaß. Okay. Das ist eine französische Chansonsängerin, die auch tanzt und die hat auch schon Videos in Paris gedreht, Musikvideos. Könnte ich mal ein paar Links schicken. Ja. Und die versucht jetzt, es gibt auch eine Revue-Seite schon bei uns, eine Gruppe, wo die Leute, die jetzt Interesse haben an der Revue teilzunehmen, ich glaube, du bist auch dabei. Ja. Was machst du da bei der Revue? Da bin ich noch an der Entwicklung dran, das möchte ich noch nicht wirklich preisgeben. Aber okay, das ist noch streng. Tänzerisch. Und noch streng geheim. Naja, es kommt, da stehen wir ja noch am Anfang. Das ist wir haben sowas Ähnliches schon mal im kleinen Rahmen gemacht in Berlin, in einem Salongeflüster hieß der Veranstalter. Da haben wir so eine kleine Revue gemacht mit 10 Künstlern. Und diese Chansonsängerin Moline Smollet, die hat jetzt sich ausgedacht, so etwas wie Montmartre zu machen. Also mit Malern, die da auf irgendeinem Platz sitzen und zwischendurch kommen eben Sänger, Tänzer. Also dass das so eine richtige kleine Revue wird. Und wir haben, wie gesagt, alles. Wir haben Bühnenbildner, wir haben Techniker. Ja. Wir haben auch schon die Orte. Wir können es in Wien spielen, wir können es in Berlin spielen. Ja. Meines Erachtens, ich möchte es schon am 6. Dezember auf die Bühne bringen. Am 6. Dezember? Ja, ich finde es etwas gewagt, muss ich sagen, mit meinen Erfahrungen, die ich habe. Bis jetzt ist noch nichts fertig, oder? Ja, wie Sie schon sagt, es ist eigentlich ja erst alles im Entstehen. Und aber für mich hat das auch... Wir haben gerade Oktober. Ja, genau. Für mich hat das dieser Termin auch nicht diese... Die Bedeutung für mich liegt nicht in dem Termin, sondern in dem, dass etwas passiert. Und zwar, wenn es jetzt zum 6. Dezember nicht klappt, klappt es eben zum 6. Juli oder... Oder zum 6. Dezember nächsten Jahres. Ja, eben, irgendwann. Ja, genau. Also, aber es tut sich Größeres, sagen wir mal so. Und was ich vorhin, glaube ich, schon mal so erwähnte, das ist der Art Club 12/13, also 2013, der jetzt in Wien entsteht. Das ist ein Club, den es 1946 schon mal gab, mit vielen bekannten Künstlern, auch Darstellen und bildende Künstler zusammen, der aber dann nach 12, 13 Jahren dann in sich zusammengefallen ist, weil das auch so ein lockerer Haufen war wie wir. Weil es Facebook noch nicht gab. Und weil es Facebook noch nicht gab, nehme ich mal an.
Also würden Sie sagen, dass die moderne Technik oder die moderne Entwicklung oder die Entwicklung der modernen Kommunikationstechnologie ihr Projekt überhaupt erst möglich gemacht hat, beziehungsweise maßgeblich positiv beeinflusst hat? Also ich bin fest davon überzeugt, dass sich das ohne Facebook in erster Linie gar nicht geschafft hätte, jedenfalls nicht in der kurzen Zeit, denn ja. Ich finde, also wäre schon gegangen, wäre aber wesentlich aufwendiger gewesen. Ja, es wäre wahrscheinlich... Wenn überhaupt. Ja, doch, Paris gab es schon vor Facebook, also Paris hätte es gegeben. Ah, wow. Ja, ja. Nicht nur unterhaltsam, sondern auch lehrreich. Also Facebook gab es schon, aber ich war noch nicht bei Facebook, sagen wir mal so, damals. Paris gab es schon und ich denke, Berlin wäre auch gegangen, weil ich da persönlich vor Ort bin. Ob es mit München, weil ich nicht da lebe, das wäre wahrscheinlich schwieriger geworden. Aber ich denke schon, durch die neuen Medien macht das alles viel einfacher. Also wenn sie zum Beispiel weiß, was sie jetzt da in dieser Revue macht, kann sie theoretisch der noch geheim ist. Da kann die Natascha, der Maureen, sofort ihr Video schicken und sagen, das mache ich. Und die weiß gleich, aha, die macht das und das. Und früher hätte sie hinfahren müssen, hätte ihr vortanzen müssen oder so. Ja, das ist heute alles viel einfacher. Ja. Also die Revue kommt irgendwann in Zukunft. Bis dann gibt es noch die Künstlerstammtische einmal im Monat. Das sind nicht nur Stammtische, manchmal gibt es auch kleine künstlerische Auftritte, zum Beispiel tänzerische Einlagen. Ja, genau. Wie heute Abend, da werde ich eine kleine Aufführung hier machen. Tänzerisch Bauchtanz. Ja. Eieiei. Wir sitzen ja quasi schon auf der Bühne und da haben die Künstler eben die Chance, sich vorzustellen, etwas vorzutragen, sei es singen, sei es tanzen, sei es eben schauspielen, genau. Da werfen wir doch gleich mal einen Blick drauf. Thank you.
krasse Einlage. Ja. Nicht schlecht, wow. Das hast du dir, wo hast du das gelernt? Ich habe ja 13 Jahre in München gelebt und habe 2001 dort eine Schauspiel- und Tanzausbildung gemacht. Ja. Und mit dem war auch orientalischer Tanz dabei und das habe ich dort lieben gelernt. Also das war jetzt nicht Bestandteil der Schauspielschule, das war jetzt ein, wie soll ich sagen, eine Weiterbildung. Ach nee, also die Ausbildung, schon eine Ausbildung. War Bestandteil der orientalischer Tanz, war Bestandteil der Schauspielschulung? In Tanz und Schauspielschule ja. War das, genau. Genau. Und da habe ich eben Tanz und Schauspielausbildung gemacht. Ja, nicht schlecht. Ja, wir sind gespannt auf deinen Einsatz in der Revue. Und ja, wie gesagt, wann sie kommt, wissen wir noch nicht. Bis dann gibt es noch weiterhin die Künstler. Ja, extra für Ulrich werde ich heute Abend tanzen. Das letzte Mal... Hast du getanzt? Aha, wo denn? Da habe ich aber nichts davon gespürt. Alter, mach mir doch nicht mein Konzept kaputt. Egal. Okay, also wie gesagt, die Revue kommt irgendwann, demnächst, entweder noch dieses Jahr oder später. Bis dann gibt es noch die Künstlerstammtische. Interessierte Künstler können sich bewerben bei Ulrich. Einfach eine Nummer 3 eingeben im Internet und dann klappt das schon. Wir blenden das ein. Und ja, wie gesagt, sie nehmen nur Künstler mit erkennbarem Profil. Keine Hundefotos als Profil, habe ich gehört. Ja, das ist Grundvoraussetzung, dass wir keine Hunde aufnehmen. Okay. Nur echte, das ist quasi ihr Capture. Ja, diese Prüfung, es ist eine reale Person. Ja, genau. Das kriege ich sehr leicht raus, ob das real ist oder nicht. Ja. Vielen Dank für den Besuch heute hier. Und wir verabschieden uns für heute. Vielen Dank.